Hallo ihr Lieben, mal so zwischendurch. Ich habe unwahrscheinlich viele Aufnahmen und diese ist mir auch wieder in die Hände gefallen. Ich musste sie erstmal nochmal durchgucken und korrigieren und was weiß ich. Und zwar geht es hier um hauptsächlich zwei Personen. Das ist einmal der Nils Hansen, das ist ein Hamburger Kaufmann, der seit 2020 vermisst wird. Das werdet ihr noch mitkriegen, das ist mein persönlicher Hausfreund geworden, also der ist echt unwahrscheinlich knuffig. Es ist der Nils, den ich immer frage, wenn irgendein Gerät mal getestet werden soll, sage ich immer, Nils, mach mal. Und meistens macht er das dann auch. Das seht ihr eigentlich auf meinem anderen Kanal, da ist das schon passiert. Schon zweimal, dreimal sogar. Gott, Wahnsinn. Ich finde das immer wieder irre. Also Nils ist auf alle Fälle bei mir immer wieder Thema. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht warum, ich hätte einfach das Bedürfnis, Jan Fedder mal zu sprechen. Habe ihn auch teilweise erreicht. Waren schon interessante Antworten dabei. Es war nicht doll, aber wie gesagt, es war auch erst der Anfang. Hört bitte genau hin. Es sind wieder Stimmen dabei, die wahrscheinlich für Hinterbliebene da sind. Da fallen Namen. Die haben eigentlich mit Jan oder Nils gar nichts zu tun. Gehe ich mal von aus. Ob das jetzt Bekannte und Freunde, Verwandte sind, von denen weiß ich nicht. Aber das sind Namen, da wüsste ich jetzt nicht, dass die dazu gehören. So. Dann habe ich im zweiten Teil, der hier kommt, weil ich packe das ja immer alles zusammen, ich räume hier gerade auf, da habe ich noch mal Jan Fedder versucht zu erreichen. Das war im, oh Gott, im Juni? Ja, das müsste Juni, Anfang Juni gewesen sein. Das, was zuerst kommt, ist ja von Januar und habe dann auch versucht, die Anneliese Michel mal zu erreichen. Was bei rausgekommen ist, seht ihr dann. Dann habe ich noch etwas, und zwar wurde nach Daniel Kübelböck gefragt. Ich bin dran. Es ist schwer, ihn zu erreichen. Es ist schwer, irgendwas herauszubekommen. Manche Seelen wollen ja auch nicht, dass man mit ihnen spricht, oder die wollen, dass man sie in Ruhe lässt. Aber ich gebe nicht auf. Da kenne ich nichts. Da bin ich hinterher. So, jetzt aber erstmal ein bisschen Nils, ein bisschen Jan, ein bisschen Anneliese. Habt viel Spaß, abonniert mich, lasst ein Like da. Wenn ihr wollt, gerne auch meinen anderen Kanal, das ist Seelenbotschaft. Da bin ich zusammen mit meiner Teamkollegin unterwegs. Schaut gerne mal rein, Link ist unten im Text. Genauso wie das Lied, was ihr nachher hört, das ist auch unten im Text verlinkt. So, viel Spaß. Nils, wo ist dein Körper? Würde ich das ja nicht finden, also... Wo ist er? Ist denn Jan Fedder da? Großstadtrevier. Stadtrevier. Ich würde hier gerne auf dem Friedhof besuchen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist ja irgendwie. Ja, das ist ja überall, ne? Das ist ja gerade noch da. Das kann ja schon abgedrückt werden. Kann oder Nils, wer von euch ist jetzt da? Erzählt mal, wer von euch beiden? Jan? Hä?
Lieber, ja, lieber schweigen als was Falsches sagen. Als was Falsches sagen. Erzähl mal, aus welcher Stadt du kommst. Welche Stadt du kommst. Kommst du aus Hamburg? Viele, mit denen man nicht sprechen möchte. Wenn irgendjemand Lust hat, mit zu sprechen, wird jetzt Flüge, finde ich auch immer toll. Wenn der zufällig mehr Zeit hat. Weiß nicht, was ihr da machen müsst. So viele tolle Schauspieler. Der Sänger, ja, Sänger. Der Sänger, ja, Sänger gibt's auch ganz toll. Ich singe Himmel. Alle schon verstorben sind. Ganz geil, ganz geil. Okay. Seid ihr alle? Oh, jetzt will ich euch nicht ansprechen. Bist du noch da? Danke, oder? Hallo? Ich habe schon gar nicht erzählt, bis sie wirklich geht. Wie findest du den Briefkasten an deinem Grab? Was ist denn jetzt bei mir? Also mein Netzunterhalt ist der 8.1.24, es ist 12.45 Uhr im Moment. So. Heinz Ullmann. Auch ein ganz toller Schauspieler gewesen. Wenn sich irgendeiner von euch melden möchte, der macht das gar nicht. Ihr seid recht leise, ne? Jan, bist du auch leise? Wenn du es bist, dann kannst du es blau auflösen lassen, das Licht unten. Ja, das ist sicher bitte. Und blau. Das ist Kirschblüm. Versuch mal bitte.
Also irgendjemand, der hier ist, versucht mal gleich aufrufen zu lassen. Richtig geil. Richtig genial war das. Aber fuck mal, ich hab irgendwie mehr rausgesagt, oder? Ach, nicht so riesig, aber ich konnte sie mal. Also, falls Nils noch was sagen möchte, ne? Der kann auch gerne sprechen. Sein Vater ist halt bekannt geworden. Da war ihm doch etwas gestürzt. Von deinem Krieg wusste man damals ja nichts. Ist einer von euch beiden da? Dann, wenn du das bist, lass bitte das Licht auflaufen. Dankeschön. Ich habe eben schon mal gefragt, wie findest du den Briefkasten an deinem Bild? Das ist toll, dass deine, ja, dass deine Fans dir noch schreiben können. Ich habe auch vor, diesen Sommer dein Grab zu besuchen. Ist das okay? Kannst du dann auch dahin, dass wir ein bisschen reden können? Und er hat selber auch liegen, ne? Der war ja auch voll mein Vorbild. Er hat selber auch liegen, ne? Der war ja auch voll mein Vorbild. Ich hab seine Spitze geliebt. Heute noch. Wir haben jetzt Schmidt. Und der das heute mitkriegen würde, was seine Politik los wäre, der wird eine drauf rauchen. Also wie gesagt, wenn irgendeiner von euch da ist, aber bitte versucht euch irgendwie kenntlich zu machen, dass man weiß, mit wem man spricht. Das Lied des Morgens. Ein Kabel. Das läuft jetzt das Licht des Nordens mit dem Vater. Vater. Kennt sich irgendjemand wieder? Nein. Möchte sich jemand melden? Ich dachte, ich würde mich über den Keller freuen.
Welches Video das ist, habe ich unten im Link. Ach, den Link habe ich unten im Text, wollte ich so sagen. Christian. Schau mal, Jan, was wir da mit der Erdigung, kannst du dich noch erinnern? Magst du mir was erzählen? Bist du da? Jan, kannst du mich hören? Noch mal durch Hamburg gefahren. Ein schönes Bild von dir finden hier. Haben wir alle ins Ziel nie gesetzt? Von dir ist nichts zu sehen. Kannst du inzwischen was sagen, ne? Ja. Kannst du inzwischen was sagen, ne? Ja, mach mal. Dann huscht doch hier irgendwas. Nee, die Hochzeit wollen sie nicht wissen. Ja, das ist ein bisschen, ne? Da mit Mareike, die ist ja auch schon gestorben. Weiter. Ihr habt euch ja auch gut verstanden, ne? Habt ihr euch denn hier oben wieder getroffen? Ja? Ist man weiter denn auch zufällig da? Auch zufällig da. Holt ihr dich ab? Das ist richtig verstanden. Kannst du mir deinen Namen sagen? Das Dreamteam vom Kuschelrevier. Einer von euch beiden will sich mal melden. Das ist eben wenig Werben, aber es ist kein Werben. Kurzzeit Revier gibt es hier keine neuen Folgen. Das Revier ist tot. Das Gebäude. Hallo. Ich bedanke mich bei Jan, ich bedanke mich bei Nils, bei Mareike und allen, die sich gemeldet haben.
Ja, ich hoffe, wir reden auch mal miteinander. In der Elbphilharmoniker, so, ja, wissen wir das. Ja, danke. In der Elbphilharmoniker, so, ja, wissen wir das. Ja, danke. Dankeschön. Schick dir deine. Sein Briefkasten hier voll. Ja, wenn du das bist, kannst du mal anstatt das Licht aufleuchten zu lassen, mal das silberne Radio berühren. Die Katze wird hier schon berührt, also das habe ich schon festgestellt. Aber das Radio noch nicht. Ach, lass das doch mal nach. Kannst du das mal berühren? Oder den Ball? Zeig doch den Leuten da draußen, dass ihr da seid. Da seid ihr. Exit mir das in die Bahn. Dann müsst ihr mit mir sprechen. Oder den Ball hier. Na, der macht nichts. Der macht wirklich. Ich tue mir immer gegen das Radio. Versuch das doch mal. Könnt ihr nicht mal irgendwie erzählen, wie das ist auf der anderen Seite, damit die Leute die Angst verlieren vom Sterben? Dürft ihr das? Mann, Hamburg, warum kommt da nicht immer so viel Hamburg? Wir können keine erzählen, dass sie im Radio alle 14 Minuten da oder 10 Minuten Hamburg waren. Das klingt auch nicht wie Radio. Klar, ich wohne direkt neben Hamburg. Alles gut und schön, aber nimm mir doch mal eine andere Stadt. Lübeck. Oder in welcher Stadt bin ich gerade? Jetzt weiß das. So, kann mich hier jemand hören oder mir Antworten geben? Eine kurze Session und zwar würde ich mich freuen, wenn Anneliese Michel sich melden würde. Anneliese, bist du zufällig da? Wir alle wissen, was wir an Kreuz.
ein grausames Schicksal du hattest. Und irgendwie, jetzt wo ich das am Wochenende im Fernsehen gesehen habe, wie das Thema, hatte ich gedacht, ich frag mal, wie es dir geht. Bist du da? Ja? Hallo. Ich meine, du bist so alt wie mein Sohn, oder warst du alt wie mein Sohn, oder warst du alt wie mein Sohn, als du gestorben bist. Und ich finde das immer so grausam, so jung. Und dann auf diese furchtbare Art und Weise. Dann hätte ich ja vorher mich verhungern lassen. Dann hätte ich eigentlich umgebracht. Ja. Wie wenn man gedacht hat, das ist von Dämon besessen. Wie war das für dich? Wenn ich immer höre, dass sie da so seinen Plan hat und sich aussucht, wie es als Mensch so, ja, so machen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dein Plan war. Die anderen Seelen haben ja auch ihre Pläne, und wenn sich das dann kreuzt, sind dann die Laufen irgendwie. Hallo, meine lieben Seelen. Ist jemand hier bei mir? Hallo? Hier ist die Karin, die ist da. Ich möchte gerne mit euch sprechen. Heute ist Sonntag, es ist Regenwetter. Wie geht's euch? Kamera entleeren. Warum? Du hast doch noch Platz. Warum soll ich die Kamera entleeren? Das Einzige, was gerade ein Grab ist, ist dieses scheiß Handy. Wessen Grab? Ist da ein Grab auf der Kamera drauf? Nein. Magst du mir deinen Namen sagen? Also mit Kamera entleeren, das finde ich schon witzig, weil auf der Speicherkarte sind noch andere Sessions drauf, die ich so zwischendurch gemacht habe. Finde ich witzig. Ob es jetzt Zufall ist? Du darfst gern mit mir sprechen. Beerdigung. Beerdigung, Grab, Hut, Beerdigung. Welche Beerdigung meinst du? Was mich ja mal interessiert, ist die Anneliese Michel eventuell da? Hallihallo. Anneliese, kannst du mich hier besser verstehen?
du da? Kannst du mich hören? Dir wurde ja gesagt, du warst besessen. Und daraufhin hat man ja mehrere Exorzismen mit dir durchgeführt. Aber ich finde, sie hat hier schon, das ist so eine Halsticker ist, ne? Wenn sie irgendwie was mit der Schilddrüse hatte oder so. Sieht sehr komisch aus. Was war mit dir? Erzähl mal bitte. Hörst du mich, Anneliese? Sagst du mal deinen Namen, damit ich weiß, dass du das bist? Warum ist dein Hals so dick? Das war damals eine Fehldiagnose, ne? Deine wahre Krankheit hat man gar nicht erkannt. Anne? Ja, wer bist du? Hallo. Hast du auch einen Namen? Ist sehr schüchtern, ne? Soll ich das mal beenden? Okay, dann mache ich jetzt aus. Ich bedanke mich bei euch.